Hallo und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist der Maximus, ich begrüße euch zu einer weiteren Spielevorstellung und heute habe ich Atlantic Fleet und zwar Atlantic Flotte und das ist auch das Thema. Es ist jetzt nicht so ein Spiel wie World of Ship, sondern es geht rundenbasiert und das werden wir uns dann mal ein bisschen angucken, ob es ja, den einen oder anderen interessiert. Dieses Spiel gibt es auf Steam für 9,99 € und hat sehr, sehr positive ja, Reviews auf jeden Fall bekommen. Auf der ja, Grafikbasis, wie ihr hier seht, ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Aber wir gucken das einfach mal an. Wir können auf jeden Fall zum Anfang, das werden wir machen, eine Trainingsmission, um euch einfach mal zu zeigen, wie das funktioniert mit der rundenbasierten ja, Atlantikflotte. Und ja, ihr könnt natürlich Singleplayer-Kampagnen und da werdet ihr sehen, wir werden doch einen Großteil der Welt ja, erkunden, sogar bis nach Afrika oder ja, Mittelmeer, nach Sydney etc. Also wir werden auf jeden Fall eine ganze Menge sehen. Auf jeden Fall ist das hier ja doch ein bisschen, ich kann es sagen, es sieht nicht gerade hübsch aus. Ne? Aber es ist für 9,99 €, muss jeder selber wissen, ob ein das gefällt. Wenn ihr mehr auf Strategie steht, dann solltet ihr das einfach mal ausprobieren. So, dann können wir auf jeden Fall ausprobieren die englische Kampagne oder die deutsche Kampagne. Wir gehen einfach mal hier rein und schauen uns das einfach mal an, welche Schiffe es auf jeden Fall hier gibt. Und da seht ihr richtig schönes, großes Schlachtschiff. Ja, ja, die Scharnhorst oder hier die Bismarck. Ja, Tribits oder Tirpitz, wie man sie auch nennt. Dann gehen wir halt immer weiter. Und ja, einige Schiffe kennt man ja. Admiral Spree und Graf Spree und ja, wie sie alle heißen. Ihr wisst ja schon, Hipper und ja, Königsberg, Köln, Karlsruhe, Leipzig, Nürnberg. Es sind schon einige Schiffe dabei. Ja, sieht schon. Also der Umfang ist auf jeden Fall gegeben. Hier noch ein paar Zerstörer. Die ganz normalen kleinen Zerstörer. Zum Anfang wird man die auch jetzt benutzen können. Und wir werden auch sehen, hier U-Boote. Auf deutscher Seite gibt es natürlich keine ja, Flugzeugträger. Ja, das ist halt ein bisschen schade, aber wir hatten auf jeden Fall einen Flugzeugträger. Und zwar war das die Zeppelin. Ne? Aber die hat es ja irgendwie doch nicht richtig ins Spiel geschafft. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir gehen erstmal hier rein ins Spiel und machen ja das ganz normale Tutorial. Man kann sich das auf jeden Fall hier ein bisschen angucken. Ja, wir machen erstmal weg. Und weil ich das schon mal ausprobiert habe, gucken wir uns das einfach mal an. Ja, unsere Aufgabe ist, zum Anfang ist es auf jeden Fall einfach. Ne? Man hat hier den englischen Zerstörer und da vorne ein deutsches ja, Handelsschiff. Und wie gesagt, ich habe gesagt, rundenbasiert und wir fahren einfach mal ein Stück nach vorne. So ist es. Das ist unser erster Zug. Dann bedeutet das, wir müssen unsere Kanone ausrichten. Wir haben hier unser Fernglas und wir wissen hier auf jeden Fall 250 Grad. Wir gehen wieder zurück und werden jetzt die Kanone auf 250 Grad irgendwie ausrichten. Man sieht hier diesen Strich. Das ist auf jeden Fall ja, sehr, sehr einfach, ne? Denkt ihr euch? Man kann natürlich die ganzen Hilfen ausstellen, dass man das jetzt nicht sieht und muss dann wirklich hier alles einstellen, so wie man denkt. Dann auf jeden Fall die Höhe der Kanonen ausrichten. Man sollte auf jeden Fall das Schiff so ausrichten, wie jetzt auch die Kanonen sind. Ich kann jetzt alle meine Kanonen aufs ja, deutsche ja, Schiff richten und wir machen jetzt einfach mal Feier. Wir haben auf jeden Fall auch andere Geschosstypen, Torpedos hätten wir am Start, 4 Stück und sonstige Sachen. Aber wir werden uns auf die ganz normalen Kanonen stürzen und die einfach mal abschießen. Ja, und da wird auch jedenfalls ein bisschen was angezeigt, so eine kleine Animation, wie die Kanonen denn fliegen und wir werden das Schiff auf jeden Fall ein bisschen, na ihr wisst schon, Backbord, Steuerbord, naja, jedenfalls fahre ich jetzt ein Stück nach links. Und wir haben ja gesehen, dass auf jeden Fall die Kanonen zu kurz geschossen haben. Wir werden es mal auf 600 Meter machen und schießen jetzt. Ihr könnt die auch auf jeden Fall, wenn U-Boote hier am Start sind, könnt ihr die auch jagen, ne? Das würde man dann alles, wenn man die ganzen Hilfen ausmacht, nicht mehr sehen. So, wir schießen. Und das war auf jeden Fall übers Ziel hinaus. Naja, der hat auf jeden Fall Glück. So, fahren wir noch ein Stück geradeaus. Ah, ich hätte ein bisschen einlenken sollen.
So, wir werden mal auf 500 Meter machen und schießen. Naja. So, jetzt gehen wir ein bisschen, lenken wir mal ein, dass unsere Kanonen auf jeden Fall das Feuer haben. Und jetzt probieren wir einfach mal Torpedos aus. Ich wähle ein Torpedo aus und werde... Ah, ich kann das gar nicht auswählen. Ihr seht schon. Ja, ich müsste dann viel, viel weiter nach rechts fahren. Ja, ihr seht, wie das da animiert wird. Gut, alles klar. Dann werden wir auf jeden Fall wieder Kanonen nehmen. Und versuchen, die jetzt doch irgendwie abzuschießen. Ja, weiter geht's nicht. Probieren wir es aus. Die Animationen vom Feuer sehen irgendwie aus wie abgefilmt. Kommt mir so leicht vor. Alles klar, fahren wir ein Stück. 5 Grad haben wir nach links gemacht. Wir werden die Kanone jetzt nochmal richtig ausrichten. Und ihr seht schon, wie das Schiff ein bisschen tiefer liegt. Die Entfernung war optimal. Und das ist jetzt zum Anfang noch einfach. Aber wenn ihr dann hier auf der Karte, weiß ich, 5, 6, 7 Schiffe habt, müsst ihr wirklich aufpassen, wie ihr ja, das am besten hinkriegt. Wir machen nachher Vollspeed, fahren noch ein Stück und schauen mal, ob wir jetzt vielleicht die Torpedos nutzen können. Wir müssen auf jeden Fall bei den Torpedos so ein bisschen vorhalten. Wir werden es mal so vorhalten, ein Torpedo auswählen und werden jetzt schießen. Mal sehen, wie weit der Torpedo geht. Da schwimmt er. Hat es nicht bis dorthin geschafft. Ach, und dann... Ja, da geht er vorbei. Da geht er vorbei. Zu weit nach vorne gehalten. Wir geben dem Schiff aber auf jeden Fall nochmal eine Chance. Auf jeden Fall kann er nicht mehr so schnell fahren. Torpedo haben wir noch ausgewählt. Müsste ich einmal drücken, weil ich kann ja sagen, wie viele Torpedos ich nehme. So. Ich werde jetzt so schießen. Ach, verdammt, der hat den Torpedo nicht genommen. Ach, der geht ins Nirvana. Wo ist mein Schiff? Ach, der Torpedo läuft noch. Da fliegt er. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Okay. Ich kann auch Smoke machen, also dass ich hier die ganze... Region. Guckt euch an, was ich jetzt mache. Habt ihr gesehen, wie mein Schiff da jetzt Qualm macht? Ich denke mal, da wird in dem Verbrennungsraum noch irgendwas eingespritzt, um dann quasi noch ein bisschen mehr Rauch zu machen. Wir lenken auf jeden Fall noch ein Stück ein. Habe ich immer noch Smoke an? Will eigentlich schießen. Jetzt lenkt er ein und, ja, man müsste eigentlich mal probieren, ob man hier Kamikaze macht. Warum kann ich jetzt keine andere Munition auswählen? Reparieren. Geh mal zurück. So. Dann gibt es natürlich auch hier noch eine Taktikkarte. Wenn ihr auf jeden Fall mehr Schiffe habt, dann könnt ihr die auch noch ein bisschen, ja, von oben... noch ein bisschen ja, kontrollieren und sagen, wie das denn ist. Hier seht ihr auch die Rauchfahne, wenn man jetzt ein Schiff hat, dass man die anderen Schiffe dahinter irgendwie verbirgt. Ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Nein, weg. Und jetzt wollen wir einfach mal schießen. Glaube, ja. Es sind mindestens 3 oder 4 Züge, die ich jetzt benutzt habe, um hier die Rauchwand zu setzen. Wir schauen mal, ob wir jetzt den Torpedo anwählen dürfen. Nee, das will er nicht. Wir machen mal was anderes. Wir machen die ganz normalen Kanonen und schießen auf das Schiff. Stell das ein und machen Feuer. Ja, und da wird er auch bald sinken. Und da sinkt er. Also fahren tut er nicht mehr. Doch, ein Stück fährt er noch, aber ziemlich langsam. Das bedeutet, wir werden jetzt die Geschwindigkeit stoppen.
Der braucht auf jeden Fall noch ein Stück, um ja, anzuhalten. Das ist ja nicht so wie im normalen Spiel, wo ihr dann bremst und dann steht ihr. So, die Kanonen und die letzten Schüsse werden wir nochmal aufs Schiff setzen. Wo ist das Schiff? Wo haben wir das Schiff? Für mich würde es mal interessieren, ob ihr davon auf jeden Fall noch ein bisschen was sehen wollt. Ach, da ist er. Da ist er. Jo. Und ich denke mal, viel wird es nicht mehr brauchen. Fahren wir noch ein Stück. Lenken noch ordentlich ein. Die Kanonen sind immer noch aufs Ziel gerichtet. Wir gucken mal, was wir mit Torpedos machen können. Und feuern einfach mal ein Torpedo ab. Und im nächsten Schritt sollten wir eigentlich... Ja, ein bisschen angezeigt wird es auch. Einschüsse und etc. Und da geht das Schiff unter. Ganz langsam. Ja, das soll es dann auch gewesen sein. Mit der kurzen Vorstellung zu diesem Spiel. Mehr braucht man eigentlich nicht sagen. Und ja, auf jeden Fall sollte man sich noch ein bisschen einüben. Weil gerade wenn mehrere Schiffe am Start sind, dann hat man hier eine ganze Menge zu tun. Und wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt es unten in die Kommentare mit den Worten. Macht der Maximus einen Fisch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.